In seiner Klasse ist der Fabia einer der beliebtesten Kombis. Günstige Anschaffungskosten machen ihn zu einem Topseller. Mit ihm startet Skoda nun offensiv ins Jahr 2015. Selbstredend wurden beim neuen, im Vergleich zum Vorgänger, alle guten Tugenden des Tschechen noch verfeinert und erweitert. Unser Testwagen ist mit dem momentan stärksten 1,2 Liter Benzinmotor ausgerüstet. Ist das anfängliche Turboloch erstmal überwunden, fühlt sich der 180 kW starke Motor eher sportlich als vernünftig an. Handgeschaltet geht es dann in 9,6 Sekunden auf 100 km/h. Wer es etwas entspannter angeht oder sogar in der Lage ist, im Stile des NEFZ-Zyklus zu fahren, kann den Verbrauch auf unter 5 Liter pro 100 Kilometer senken. Die Motorenpalette des Fabia Kombi umfasst momentan 3 Benziner und 2 Diesel. 530 Liter fasst der Kofferraum des Fabia Kombi. Zu wenig? Schnell passen auch 1395 Liter rein bei umgelegter Rückbank. Diverse Gepäcknetze können im Kofferraum verteilt werden. Ärgerlich ist die hohe Kante bei umgelegter Rückbank. Auf der Straße prüft unser Tester das Fahrwerk des neuen Fabia. Sein Eindruck? Das Fahrwerk des Fabia ist auffällig unauffällig, solange man nicht versucht, in Kurven Geschwindigkeitsrekorde zu brechen, denn dann wird es etwas schwammig. Optional gibt es für den Skoda Fabia einen Frontradarassistenten. Dieser hilft mit seiner integrierten City-Notbremsfunktion, Auffahrunfälle zu verhindern. So kann der Tscheche auch beim Rennen um hochwertige Assistenzsysteme in seiner Klasse locker mithalten. Bequeme Sitze und klar strukturierte Bedienelemente zeichnen den Fabia weiter aus. Wer das Navi nutzen will, muss sich aber auf Kabelsalat gefasst machen. Skoda hat dem Fabia Kombi das sogenannte Mirrorlink-System eingebaut. Das bedeutet, mit einem kompatiblen Smartphone kann man die Inhalte des Telefons auf dem Radiobildschirm anzeigen lassen und dann zum Beispiel navigieren oder Musik hören. Erst ab Ende Mai haben Kunden die Möglichkeit, ein integriertes Navigationsgerät für den Fabia-Kombi zu bekommen.